Tabellenführer gegen Tabellenletzter, zumindest in der Formtabelle. Der MSV Duisburg hat 12 Zähler in den vergangenen 5 Partien geholt. Niemand mehr, Zwickau auf der anderen Seite, nur einen niemand weniger. Doch die Schwäne in Rot mit der besseren Anfangsphase. 15. Minute, Zwickau kommt über die linke Seite, Duisburg kann nicht klären. Hilsner mit der Flanke und die kommt eigentlich perfekt für Manfred Starke, der den Ball allerdings nicht richtig trifft. Bei Zwickau fehlt Ronny König in der Spitze, Starke und Baumann von Beginn an. Wir springen in die 26. Minute. John Yeboah nach Erkrankung zurück, hat jede Menge Platz. Stoppelkamp hinterläuft, der sucht wieder Yeboah und das Aluminium rettet Zwickau. In der Realität Tabellenplatz 14 gegen Tabellenplatz 15. Der Gewinner macht einen Riesensprung im Kampf um den Klassenerhalt. 32. Minute, Mike Könnecke mit der Führung für Zwickau. Die kam in diesem Moment aus dem Nichts, hatte sich überhaupt nicht angedeutet. Göbel zuletzt zweimal die Latte getroffen hier. Herausragend die Ablage von Baumann. Und Könnecke bewahrt dann sowohl Ruhe als auch Übersicht. Erster Treffer seit Juli 2020. Nächste schlechte Nachricht für den MSV. Stoppelkamp muss in der Folge verletzt raus. 39. Minute, Quadwo auf Bakir. Zurzeit der Mann der Stunde bei Duisburg. 2 Treffer in den vergangenen beiden Partien. Schöner Wackler hier, allerdings gute Parade von Brinkis. Dann mit dem Pausenpfiff die vielleicht beste Chance. Fleckstein, Riesengelegenheit, nachdem Knoll zuvor super durchgelassen hatte. Das muss eigentlich der Ausgleich sein. Das Team von Hagenschmidt klar überlegen, doch zur Pause 0:1 hinten. Auch in den zweiten Durchgang erwischt Zwickau die bessere Anfangsphase. Wieder ist es Starke, schöner Distanzschuss. Leo Weinkauf in seinem 105. Drittligaspiel für den MSV. Das ist Rekord mit schöner Parade. Duisburg tut sich in der Folge etwas schwer. Wir springen schon in die 67. Minute. Leichtes Gestocher und dann Yeboah mit dem Abschluss. Aber Nkansa wirft sich heldenhaft in den Schuss. Ohne Stoppelkampf fehlen zunächst ein wenig die Ideen. Schon die 85. Minute. Welkoff eingewechselt und auch der hier eingewechselt. Der junge Kaspar Janda verpasst hier seinen ersten Treffer für die Profis. In der Schlussphase drückt Duisburg auf den Ausgleich. Nur wenige Sekunden später wird Arjani auf rechts klasse freigespielt und im Zentrum geht Julian Hetmer zu Boden. Steffen Kanser hier mit dem Wischer. Glück für Zwickau, dass es dafür keinen Elfmeter gibt. Am Ende dürfen Enox und Zwickau zum ersten Mal nach 5 sieglosen Partien jubeln. Duisburg die bessere Mannschaft, vielleicht die bessere Torschance, gar keine Frage. Aber so wie unsere Jungs dagegen gehalten haben, bin sehr stolz darauf. Es ist nicht einfach, in Duisburg zu bestehen, nachdem man 5-mal hintereinander nicht gewonnen hatte. Und so wie die halt Jungs heute gespielt haben, dürfen sie 2-3 Bier im Bus hängen. Er haut ihnen die Hand ins Gesicht. Für mich, wenn ich das sehe, klarer Elfmeter. Ja, weil er behindert ihn dadurch. Er kann sich nicht mehr auf die Eingabe konzentrieren. Muss das abbrechen. Dadurch hat er eine Chance verhindert. Der formstarke MSV verpasst den Big Point im Abstiegskampf. Zwickau auf der anderen Seite darf 3 ganz wichtige Punkte bejubeln. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.